Wenn ich jetzt noch einen solchen Runenstein habe, Gegenstandstypen. Habe ich jetzt nämlich zwei Ampir und verdammt viele andere. Und ich habe verdammt viele Azolithsplitter. Ja. Hat mir der Patch was verbuggt oder was? Sind hier jetzt auf einmal Sachen aufgetaucht, die durch den Patch aufgetaucht, die vorher nicht da waren, die hätten da sein sollen oder wie? Das ist halt das Schöne, wenn man off-camera spielt. Man kann jederzeit neu anfangen. Und Dinge besser oder schlechter machen. Ja, hier sind auch auf einmal verdammt viele neue Sachen zu plündern. Was ist hier zum Beispiel drin? Hier ist schon wieder. The Keystone. Take it. For. See that? Archival purposes. Of course. Als ob jetzt alle Schlüsselsteine wieder zurück an ihrem Platz wären und ich den Havoc nochmal töten könnte. Ah, erst hier hinten. Sorry, can't. Ah, hier komme ich nicht durch. Over there, a way out has opened. Oh. Sorry, can't. Nyra, du bleibst hier. Das war ja dieser Trick hier, wo ich einen Char hier brauche. Um hier reinzukommen. Stein der Erleuchtung. Den hatte ich doch auch schon längst. Okay, ich weiß nicht warum. Aber Teile des Dungeons wurden hier einfach resettet. Osten, Zentrum, Zentrum wollen wir jetzt. Muss ich nur warten, bis Lyra wieder da ist. Ja, aus dem Osten komme ich und ins Zentrum will ich. Wenn jetzt auch der Havoc wieder da ist, dann ist das böse. Aber bis jetzt sieht das nicht danach aus. Röllstück. Für was auch immer das nochmal war. Ja, das war die Eingangsleuchtsäule. Die brauchen wir gar nicht probieren. Wenn dann nur die da.
Du hast deinen Schlüsselstein auch immer noch auch wieder dabei. Sorry, can't. So. Das war der. Das war der. So, da haben wir ja einen Weg uns da gebastelt und kommen auch endlich da oben dran. Das war eigentlich das Hauptsächlichste, also das und dieser Raum hier. Weil mit dem Gegner da sollten wir klarkommen. Das ist nämlich nur ein einziger... Nicht Hauch, sondern der Heimtücke. On it. It would be wise to assume any treasure in this house. I'd say that's worth a second glance. Ja, der ist schon halb tot. Ist schon fast tot. Und das ohne, dass ich irgendwelche Fähigkeiten benutzen musste. So. Falle entschärft. Sigil der Leidenschaft und sie. Noch einmal Sigil der Leidenschaft. Okay, es ist hier jetzt wirklich alles doppelt drin. Fallen aufspüren. Ja. Was hat denn Lyra eigentlich gerade an? Glücksbringend und parierend. Naja, gut. Dann können wir das Feind aufspüren, mal wegpacken. Und haben eine neue Kernsigille. Sigil der Emotionen. Wütend für 15 Sekunden. Löse bei deinem Verbündeten einen gewaltigen Wutausbruch aus. Der Verbündete erhält die Effekte der Beeinträchtigung wütend und kehrt anschließend seinen vorherigen Zustand zurück. Okay. Verspottet. Auf Gegner wirken. Und... Bewegungsgeschwindigkeit für Gegner. Okay. Sorry, can't. So, das war dann die Tür. Und damit sind wir fertig. Can't do that. Oh. Your day. Diesmal. Sollten wir uns buffen? Die Plage ist kaum... Oh, Lyra ist fast tot. Okay. Da... What the hell? Ja. Can't take much more of this. Gut, die sind geheilt. Heimer Beric.
Au. Wir hauen jetzt erstmal kurz ab. Lyra liegt da halt immer noch bewusstlos, während wir uns hier gerade hochheilen können. Sorry, can't. I will aid you. Will do. So. Was auch immer das gerade war, es hat weh getan. Another battle. I think we're bad at making friends. So, bring mal Lyra wieder zurück. Die hat jetzt eine Wunde. Gut, dann macht mal die Heimtücke weg. Irgendwas macht hier Dauerschaden. Landry, hast du nicht noch irgendeinen bösen Feuerball? Feuerball müsste ich ja auch noch haben. Okay, die Heimtücken haben irgendwie eine Giftnebel um sich, merke ich gerade. Okay. Lyra mal zurückziehen. Lyra heilen. Beric heilen. Uff. Okay. Übel böse. Uralter Archontenrobe. Auf alle Magie-Skills. Ein Giftrezept. So, Latry hat sie geht der Betäubung. Aha. Nur leider haben wir gerade keine Blitzzauber drin. Ich könnte aber. Stein gegen Blitz tauschen und da doch das Ding reinpacken und erstmal brauche ich eine bessere Genauigkeit. So ist es zu stark, also machen wir es so. Ja, besser geht's gerade wohl nicht. Ja, überschreibt den Zauber und dann haben wir einen mächtigen Blitzzauber hier drin. So, damit haben wir auch das Rätsel gelöst. Nur die Tür ist noch verschlossen. Warum auch immer die Tür wieder verschlossen ist. Tja, jetzt schleppen wir halt Zeug im Inventar mit uns rum, was wir nicht mehr brauchen. Wie das da zum Beispiel.
Ja, ich krieg die Tür leider so nicht auf. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Runenhalle wollen, den umständlichen Weg nehmen.